Hallo liebes Publikum, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Ballatro und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Ich habe in der Zwischenzeit, seit wir das letzte Mal hier eine Folge hatten, habe ich ein bisschen gespielt und habe neue Decks freigeschalten und zwar zwei Stück und ich würde sagen, den widmen wir uns heute einfach mal. Beziehungsweise je nachdem, wie lang die Folge wird, die letzte war ja sehr lang. Gucken wir einfach mal. Zum Ende jeder Runde 2 Dollar pro verbleibende Hand, 2 Dollar pro verbleibenden Abwurf, verdiene keine Zinsen. Das heißt, wir können da potenziell mehr Geld verdienen oder auch weniger. Doppelten Tag werden wir einen mitnehmen. Nee. Der nächste ist ja auch schon ein doppelter Tag. Und ja, weiß ich nicht genau, ob wir das jetzt haben müssen. So, Farbe. Haben wir ja direkt eine meiner Lieblingshände, nämlich ein Flush. Ich weiß nicht, ich spiele irgendwie... Habe ich gemerkt, sehr gerne und sehr viel mit Flush einfach. Dann würde ich sagen, spielen wir einfach noch ein Pärchen, damit wir so wenig wie möglich Abwürfe und alles haben. Und dadurch verdienen wir uns jetzt gerade 5 Dollar. Drei, genau. Vier Abwürfe. Ne, Moment. Verbleibende Hände 2. Ach, 2 pro Hand sogar. Siehst du, sind sogar noch mehr. Noch mehr. Oh ja, oh ja, oh ja. Die höchste Pokerhand, je oft wir die gespielt haben. Also so viele Male bekommen wir dann halt das dazu. Slot für Verbrauchsgegenstände ist, glaube ich, auf Dauer eine ziemlich coole Sache. Können wir uns aber gerade nicht mehr leisten. Deswegen würde ich sagen, kaufen wir uns ein Celestial Pack und können direkt unseren Flush aufwerten, den wir am meisten gespielt haben. Genau, der fügt so oft Mult dazu, genau. Nächste Runde. Warum auch immer das Mult hier nicht rot angezeigt wird, weil normalerweise wird es mit rot markiert, in der roten Farbe. Damit man das halt sehr leicht erkennen kann. So, dann würde ich sagen, werfen wir das mal ab, damit wir am besten einen Herzflush eventuell bekommen. Aber das haut gerade irgendwie nicht ganz hin. Jetzt aber. Nee, sind immer noch 4. Hä? Ich verstehe es nicht ganz. Ich könnte doch einfach ein Drilling spielen. Bin gerade irgendwie ein bisschen perplex gerade von dem, was gerade passiert ist. Ich dachte irgendwie, warum auch mal, wir haben ein weiteres Herz gezogen. Gut, dann spielen wir zwei Paare. Was haben wir hier jetzt? Haben wir ein Drilling? Wir haben leider kein Full House, aber dann machen wir den Drilling halt. Das geht ja auch. Den haben wir jetzt einmal gespielt, deswegen ein Multiplikator. Rang. 2, 4, nee, das ist alles irgendwie durcheinander gewirbelt. Ich kann nicht mehr abwerfen, deswegen machen wir jetzt einfach mal eine High Card. Reicht das? Reicht, okay. Cool, wir haben noch eine Hand übrig, das heißt, wir kriegen jetzt 2 Dollar. Statt irgendwie den 1 Dollar, den wir meistens nur bekommen. Also ich glaube, das rentiert sich sogar mehr, mit dem Deck dann zu spielen. Ich glaube, ich möchte einen Verbrauchsgegenstand mehr dabei haben können. Das sind hier die Tarot- und Planetenkarten. Alle Peak-Karten werden geschwächt. Ist nicht das Problem. Ich bin nicht auf irgendwas spezialisiert. Deswegen kann ich ja noch einfach sagen, ich werfe die ab. Krieg kein Herz dazu. Cool. So. Spielen wir natürlich am besten mit den Pokerhänden, die wir am meisten gespielt haben. Und ich würde denken, das ist sogar der Flush. Genau, 2-mal. Sehr schön. 3 Hände übrig. Sind 6 Dollar. Noch einen Abwurf. Sind 7 Dollar. Zu den 4 Dollar sind 11 Dollar, die wir jetzt bekommen sollten. Sind sogar 12, weil ich mich wieder verzählt habe. Herzen und Karos zählen als dieselbe Farbe. Peaks und Kreuze zählen als dieselbe Farbe. Wenn wir mit Flush spielen, ist das mega stark. Klar nehmen wir den mit. Was ist das? Alle Pakete und sowas im Shop sind 25% günstiger. Jawohl, das wollen wir doch auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, ich kann jetzt das machen und das gilt als Flush. Oh, ist das stark. Das ist eine starke Kombi. Oh yeah. Und da bekommen wir jetzt richtig Geld bei raus, weil wir nichts abgeworfen haben. Nice. Genau, dann nehmen wir hier den Voucher natürlich mit. Ist ja klar. So, was haben wir hier? Verdoppelt aufgelistete Wahrscheinlichkeiten. Wir haben derzeit nichts mit Wahrscheinlichkeiten. Also das kann cool werden, aber im Moment jetzt noch nicht so wirklich wichtig. Drilling, 2 Paare. Machen wir mal vorsichtshalber Drilling. Das kann nicht schaden, wenn wir den aufgelevelt haben. Und dann kommen wir noch ein Standard-Pack. Ich weiß, ich habe jetzt mein ganzes Geld ausgegeben, aber da kann auch so eine Karte bei rauskommen. Wir hätten hier ein... Nee, ein Paar.
Beziehungsweise die gelten ja auch als eine Farbe. Ich werde die einfach mal spielen, um das normale Paar ein bisschen aufzuleveln, damit wir da mehr Multe rausbekommen. So, damit können wir doch arbeiten. So, Rang bitte. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Da haben wir doch einen ziemlich hochpreisigen Flush. So, den kann ich auch nach links packen. Das ist ja eigentlich relativ egal. Jetzt bitte nach Farbe sortieren. Was haben wir denn da? Nach Rang, wir haben 3 Fünfer. Das ist, was macht denn ein Drilling derzeitig? 50 mal 5. 50 mal 6 ist definitiv besser dementsprechend. Und wir kriegen mehr, durch den Flush noch mehr Dingens, noch mehr Mult. Ah ja, durch den hier, nicht durch den hier. Der hier ist nur Deko sozusagen. Okay, cool. Das gefällt mir doch soweit. Plus 4 Chips, die gespielte Hand exakt 4 Karten enthält. Eher weniger. Wenn der erste Abwurf einer Runde nur eine Karte hat, zerstöre sie und verdiene 3 Dollar. Nee, wir wollen natürlich nicht unsere Karten zerstören. Darauf spielen wir gerade nicht. Wir können unseren Flush aufwerten. Das ist natürlich was, was wir haben wollen. Und nächste Runde. So. Mit dem Gesicht nach unten gezogene Karten nach jeder gespielten Hand. Das heißt, die erste gespielte Hand muss einfach sitzen. Wir haben hier 3 Queens. Was macht die nochmal? Wenn ich die abwerfe, kriege ich eine Tarotkarte. Drilling, was macht die? Und aber der hier zählt doppelt, die hat doppelt Mult. Deswegen würde ich sagen, spielen wir den Drilling einfach mal. Jawohl, so. Farbe, Rang. Okay, Farbe. Keine, das sind Herzen, glaube ich. Nee, das sind wahrscheinlich auch Kreuze. Moment. 2, 3, 4, 5. Nee, doch. Ich glaube, das hier müsste ein Flush bilden. Nee, da waren Herzen dazwischen. Das habe ich falsch gesehen. Okay. Farbe, Rang. Das ist natürlich irgendwie doof. Danke. Ich glaube, das hilft besser. Machen wir mal 2 Paare. Wie viel haben wir die schon gespielt? 2-mal. Okay, gut. Dann haben wir die jetzt wenigstens 1-mal mehr gespielt. Dann werfen wir die Karten ab. Gucken, was wir dann haben. 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Dadurch, dass das alles als eine Farbe gilt, ist das so gut. Ist das so gut, ja. Und damit haben wir die 1600 so schon. Jetzt haben wir nicht viel Geld gemacht, aber das ist kein Problem. Hauptsache, wir sind mit der Runde durch. Fügt eine Steinkarte zum Deck hinzu, wenn Blind ausgewählt wird. Nicht unbedingt, aber wir wollen mehr Mult haben. Und den hier nehmen wir auch. Dadurch erhöht sich nämlich... Genau, erhöht sich nämlich... Ah ne, wir haben ja keinen... Oh. Okay, das war jetzt unnötig, weil... Weil wir ja gar keine Zinsen haben. Und das gilt, ist ja nur für Zinsen gut. Fügt ein rotes Siegel hinzu, zerstöre eine zufällige Karte auf deiner Hand und füge 2 verstärkte Asse hinzu. 2 verstärkte Asse ist natürlich cool. Aber ein rotes Siegel ist auch nicht verkehrt, würde ich sagen. Machen wir doch uns doch einfach ein verstärktes Ass. Warum auch nicht? Nächste Runde. Mehr können wir nämlich gar nicht machen. So, was wollen wir? Wir wollen im Endeffekt 10er und 4er spielen, wenn es gut geht. Aber wir haben hier auch gerade ein Full House. Hatten wir die Runde, glaube ich, noch gar nicht? Also heute? Nee, hatten wir noch gar nicht. Dementsprechend passt das. Nee? So. Genau, dann haben wir hier wieder unseren Flush plus den plus 4er Mult. Plus 7 Mult, sehr gut. Nee, mal 4 Mult. Warum macht die als erstes? Warum zieht die als erstes? Ach so, weil das beim Kartenzählen ist quasi. Ja, okay, das ergibt schon Sinn. Trotzdem finde ich das nicht so toll. Dass die Reihenfolge... Ich mache das ja nicht umsonst in der Reihenfolge. Weil normalerweise Mal-Multiplikatoren sollte man immer hinten setzen. Aber die zählt halt nicht vorher. Leider. Asse. Plus 20 Chips plus 4 Mult, wenn gezählt. Ja. Vorne. Celestial Pack auf jeden Fall. Und 2 Paare, klar. Leveln wir die mal auf. Nächste Runde. Auswählen und weiter geht's. Ass-Drilling, wenn hier mit Mult gespielt wird, dann auf jeden Fall. Ja.
Dann haben wir hier noch einen Flash unten. Bam, bam, bam. Sehr schön. Dann spielen. Und je mehr wir sie spielen, desto mehr bekommen wir Mult von der Supernova. Jawohl, die ist mittlerweile auf 9 bei Flash. Und das rentiert sich nach einer Weile. Also das ist was, was sich immer weiter höher steigert. Ich hatte auch zwischendrin mal einen Joker, der die gleichen Joker, die man schon mal hatte, erscheinen lässt. Und da hatte ich 2 Supernovas. Und da hatte ich die dann beide irgendwie auf plus 20 oder so. Das war sehr gut. 2 Paare, nee. Wenn Drilling enthält. Klingt interessant, aber ich nehme mal das Arcana Pack und dann spielen wir weiter. Ich kann Karten in Kreuz verwandeln. Verwandelt die rechte in die linke. Verstärkt eine Karte, dass sie eine Glückskarte ist. Ich glaube, ich mache mal lieber das. Anstatt mich jetzt irgendwie auf eine Sache zu konzentrieren, wirft 2 zufällige Karten pro gespielte Hand ab. Das mag ich nicht. Das zerstört mir aber irgendwie so meinen Groove. Ich werde dich mal abwerfen für die Tarotkarte. 2 gewählte Karten werden zu Bonuskarten. Klar. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß, ich hatte hier hinten einen Drilling. Aber spielen wir das erstmal. Und der hat mir natürlich eine der 5 weggenommen, weil, gut, der hat 2 Karten weggenommen, natürlich. Das sind eine der beiden Karten natürlich weg. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Ihr habt die beiden weg. Ist mir relativ egal, weil wir sollten hier jetzt mehr als genug, ja, mit dem Walkie-Talkie und dem Ass und allem kein Problem. So, wir hatten noch 2 Abwürfe und 2 Hände übrig. Das heißt, das gibt mehr Geld. Jawohl. Judgment lässt eine zufällige Joker-Karte erscheinen. Jede Bildkarte auf der Hand hat eine Chance, 1 zu 2, um 1 Dollar zu bringen. Ja, von mir aus, dann packe ich den mal dahin. Dann nehme ich noch das günstigere Celestial Pack. Damit können wir 2 Paare aufwerten. Da sind wir schon auf Level 3. Das heißt, das lohnt sich dann auch langsam. Eine von 5 Planetenkarten. Okay, das Aktualisieren der Karten im oberen Slot ist günstiger. Ja, dann mache ich erstmal nächste Runde. Ich hätte da jetzt einen ungewöhnlichen Joker als Tag bekommen, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ja, und auch hier hatte ich wieder einen Drilling, aber der Drilling macht halt nicht unsere Punkte. Der macht halt nicht unsere Punkte. Denn wir versuchen gerade weiter unseren Flash aufzubauen. Und das funktioniert auch gerade sehr gut. Ich hätte gerne den Joker, der mir für Flashes mehr gibt. Da gibt es ja einen, der halt immer triggert, wenn irgendwie ein Flash gespielt wird. Der gibt dann 4 Mult oder so. Und den hätte ich sehr gerne im Deck. Der würde jetzt sehr, sehr gut tun. Jo. Verbleibende Hand. 3 verbleibende Abwürfe. Was machst du? Steinkarte. Nee. Straight habe ich jetzt nicht wirklich oft. Dementsprechend machen wir mal ein Standard-Pack. Mit dem Siegel auf jeden Fall. Arcana-Pack. Was haben wir hier? Death. Ich habe jetzt nichts Spezielles. 2 zufällige Tarotkarten, klar. 2 für eine. Chariot. Eine in eine Stahlkarte. Gibt gesamten Joker-Wert momentan. Na komm. Gib her. Nächste Runde. Auswählen. So, was haben wir denn hier? Weißt du was? Die 3 wird jetzt mal zur Stahlkarte. Und ich werde euch mal abwerfen. Ich wollte gerade sagen, ich brauche nur noch eine rote Karte für einen Flash. Dadurch, dass wir hier noch eine Glaskarte dazu haben. Nur hoffen, dass sie nicht kaputt geht. Und sie ging kaputt, natürlich. Farbe 1, 2, 3, 4, 5. Aber wir wollen die Stahlkarte natürlich eigentlich auf der Hand behalten. Deswegen werfen wir die mal ab. Sehr gut. Und damit haben wir den nächsten Flash. Und die Stahlkarte gibt uns nochmal 1,5 Mult. Sehr gut. Stahlkarten zu haben ist nach hinten raus halt immer sehr wichtig. So Stahlkarten und am besten mit rotem Siegel. Das wäre halt cool. 80 Chips. Wenn die gespielte Hand einen Flash enthält. Das ist nämlich das, was ich meine. Hier, das mit dem Geld. Ja, nee, das ist nicht wichtig. Dich will ich haben. So. Chance 1 zu 2, eine Tarotkarte zu erzeugen, wenn ich ein Boosterpack kaufe. Ich kann auch einfach ein Boosterpack kaufen und Tarotkarten da rausziehen.
Verwandelt rechte in die linke, alle in Kreuz oder eine in Kreuz. Verwandelt die rechte in die linke Karte. Die linke in die rechte Karte. Machen wir es so. Jetzt glaube ich, habe ich mehr Kreuzkarten als alles andere, ja. Jetzt habe ich eine Herzkarte weniger, aber dafür zwei Kreuzkarten mehr. Das heißt, potenziell auf Kreuz zu gehen, ist auch eine gute Idee. Will ich den Straight nehmen oder will ich lieber den Straight Flush nehmen? Ich glaube, ich nehme mal lieber den Straight. Das könnte sich wahrscheinlich doch mehr rentieren. So, was ist hier? Spielte Karten mit ungeradem Rang geben 30 Chips und plus 40 pro Abwurf. Wir haben nicht so viele Abwürfe. Basischips und Mult werden halbiert. Das ist natürlich nicht so schön. Das bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass das, was jetzt hier so standardmäßig ist, also wird halbiert. Also hier wären es 50 mal 4. Das heißt, wir können uns darauf nicht unbedingt so verlassen, was das jetzt derzeitig noch sagt. So, wir haben hier zwei Paare. Das heißt, hier 30-2, genau. Okay, wir haben einen Flush. Das ist gut, das machen wir wieder ein bisschen wett, indem wir das haben, indem wir den Joker da oben haben. Plus 80, plus 17. So läuft das doch. Und hier noch einmal. Quasi dasselbe, bloß dass wir noch eine 10 und eine 4 dabei haben. Das Walkie-Talkie hilft uns da natürlich dann sehr gut. Und das reicht noch nicht. Oh, wir kommen langsam in eine... So eine Situation, wo die Flushes selbst nicht mehr reichen. Unsere Joker sind noch nicht wirklich die optimalsten tatsächlich. Wir haben zwar den Flush-Joker mittlerweile bekommen, aber der gibt keinen Mult. Ich meinte einen anderen, der mit Flush halt. Also es gibt einen, der mit Flush, glaube ich, Mult gibt, wenn mich nicht alles täuscht. Dauerhaft eine Hand mehr. Ja, danke. Genau das, sowas wollen wir haben. Devil. Ausgewählte Karte, eine Goldkarte. Nicht unbedingt Full House aufwerten. Glaube, ja. Machen wir das mal. Ich glaube, das dürfte nicht... Also Schaden tut es nicht. So. Ich glaube, ich nehme auf jeden Fall dich mit. Und den König nehmen wir mal auch mit. Dann öffnen wir noch ein normales Standard-Pack. Wir brauchen so ein paar mehr Karten. Ein rotes Siegel auf jeden Fall. Nächste Runde. Weiter geht's. Den will ich auf jeden Fall abwerfen, weil dann kriege ich hier die Karte. Damit kann ich zwei Karten in Bonuskarten verwandeln. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal auf die roten gehen. Das heißt, wir brauchen eine weitere rote Karte. Zack, 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 zack. Jawohl, Bonuskarten und noch eine Glückskarte, die potenziell 20 Mult geben kann. Sie hat aber weder 20 Mult noch 20 Geld gegeben. Was ich natürlich ein bisschen schade finde. Du gibst plus 4 Mult, das heißt, du bist wichtiger. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, Flush. Dankeschön. Mult. Walkie-talkie, sehr gut. Ja, reicht, reicht, reicht. Okay. Ich war mir gerade nicht ganz sicher. So, wir haben noch drei Hände übrig. Das gibt 6 Dollar. Ist sehr schön. Insgesamt 9. Plus 1 Handgröße, Größe der Hand. Also ja, das war halt... Okay. Nee, dann nehmen wir lieber das günstigere Celestial Pack. Wir haben zwar bei der anderen mehr Auswahl, aber... Das hier ist günstiger. Also hier sind es von 5 Planetenkarten. Plus 5 Handgröße. Verringert sich um 1 je Runde. Nicht unbedingt. Stahlkarte. Ja, auf jeden Fall. So, nächste Runde. Was haben wir hier? Spiele nur eine Hand in dieser Runde. Okay, das heißt, wir wollen da dann auch auf Flush gehen. So, Stahlkarte. Zack, zack. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist nicht das Höchste, was wir machen können. Das ist das Höchste, was wir machen können. Immer schön auf die Punkte gucken. Und mit dem 1,5 Multiplikator von der Stahlkarte ist ja auch eigentlich immer sehr gut. So, und ja, ich weiß, ich habe jetzt die Stahlkarte aufgebraucht, aber ich wollte jetzt einfach die Runde fertig machen. Ja, und unsere Supernova ist mittlerweile schon auf 23 Multiplikator. Das ist, gefällt mir sehr gut. Jetzt auf 24. Und durch den Ass-Joker bekommen wir natürlich hier auch noch gerade ein paar extra Sachen. Würde sagen, im Moment sieht es noch nicht zu schlimm aus, aber wir sind auch noch nicht zu weit über den Sachen drüber. Mega Buffoon Pack. Ich kann mir bis zu 2 aus 4 Jokern auswählen.
Ich glaube, das ist eine gute Sache. So, verdiene 3 Geld. Plus 12 Mult, wenn die gespielte Karte Drilling enthält. Karo. Karo haben wir, glaube ich, weniger. Naja, geht. Aber das gibt halt Mult. Ich brauche Mult-Karten. So, ich nehme dich mal weg. Und Drilling. Ah, nee. Der Rest interessiert mich jetzt nicht unbedingt. So, genau. Dann nehme ich noch das Standard-Pack. Da kann ich mir vielleicht noch eine Karo-Karte rausziehen, wenn eine gute dabei ist. Eine Glaskarte. Eine Glaskarte ist ganz gut. Planetenkarte, wenn ich die auf der Hand habe. $3, wenn ich die hier spiele. Ich glaube, dann nehme ich doch lieber die hier. Ich weiß, ich habe gerade von Karo-Karte geredet, aber... Ihr wisst schon, ihr wisst schon. Ne, ja. Ja. So, dann hoffe ich mal, dass das alles noch ausreicht, halbwegs von den Punkten her. Okay. Das sieht jetzt gerade gar nicht so doll aus. Ich brauche eine rote Karte, danke. Hand spielen. Oh ja, stimmt. Jede Herzkarte gilt als Karo-Karte. Oh, stimmt. Stimmt. Oh, das habe ich ja schon fast vergessen. Wenn ich die hier abwerfe, kriege ich eine Tarotkarte. Das mache ich mal. Tower. Interessiert mich nicht. Zack, 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 zack. Zack. Die gelten ja einfach als dasselbe. Natürlich. Das heißt, jede Herz- und jede Karo-Karte. Das heißt, wir wollen mehr auf Herz und Karo gehen als alles andere gerade. Wobei sowas wie Stahlkarten sind dann natürlich die, die wir nicht spielen wollen. Das heißt, sowas sollten wir dann demnächst auf Peak und sowas machen. 13 und 14, das heißt 27 und... Dankeschön. 30 von den schwarzen Karten, okay. Tarotkarten tauchen zweimal häufiger im Shop auf. Wir sind bei Anti 6 und es kostet 7. Ach komm, machen wir's. Warum nicht? So, Mega Celestial Pack, 2 aus 5 Karten, ja. So, dann, was wollen wir aufwerten? Ich glaube, wir wollen die normale High Card aufwerten. Einfach, um sicher zu sein. Und wir wollen Straight Flush, Straight. Wo sind wir da? Level 2 sind wir schon bei Drilling. Das heißt, da gehen wir jetzt auf Level 3. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann machen wir da mal weiter. Gehen wir mal in die nächste Runde und gucken mal, was wir hier jetzt machen können. 1, 2, 3, 4, 5. Hand spielen. Wenn wir jetzt noch einen für Pik oder Kreuz bekommen von der Art und Weise, also von der Art von Joker, was ja durchaus passieren kann, dann stehen wir richtig gut da. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Oh yeah, das funktioniert doch gut. Und deswegen wollen wir die roten Siegel haben, weil dann werden so eine Sachen nochmal nochmal verwendet. Also zum einen zählt sie dann doppelt und weil sie nochmal zählt, geht dann auch der Joker mit. Weil er nochmal sieht, oh, da wird ja ein Ass ausgewählt. Oh ja, da ist die für Kreuz. Das ist die, die ich gerade meinte. Der gibt mir für Flush. Den wollen wir auf jeden Fall nicht loswerden. Den wollen wir nicht loswerden. Ich glaube, wir gehen weniger auf Chips als mehr auf Mult. So, ich glaube, das ist es, glaube ich, jetzt. Das ist, glaube ich, das Richtige. So, dann machen wir noch ein Celestial Pack auf und hoffen, dass wir da irgendwas Brauchbares bekommen. Drilling haben wir schon auf Level 3. Jetzt haben wir den auf Level 4. Aber ich würde gerne den Flush nochmal aufwerten. Könnte ich dafür vielleicht was haben? Nee, natürlich nicht. Dann machen wir mal das Full House nochmal ein bisschen besser. Nächste Runde. Cool, wir kriegen jetzt auf jeden Fall für... Immer wenn wir Flash spielen, für alle 5 Karten kriegen wir immer Mult. Das kann ich ja hier direkt mal demonstrieren. Bam, bam, bam. Für jede einzelne Karte, für Asse natürlich nochmal extra. Und am Ende gibt es dann nochmal... So, je nachdem, wie oft wir das schon gespielt haben. Jetzt waren es schon 30 Mult nochmal obendrauf. Jetzt gibt es 31 Mult obendrauf. Jawohl. Ja, so wollen wir das doch sehen. So läuft das doch. Dann haben wir hier direkt den nächsten Flush, weil alles ist alles. Alles ist alles. Alles gilt einfach als genau dasselbe. Ich mache jetzt keinen Inzest-Joke draus. Dass alle einfach gleich sind. Das wäre ziemlich dämlich.
Aber ja, ich weiß nicht. Das ist ein relativ entspanntes Spiel und ich mache das auch relativ. Ich glaube, ich kommentiere das auch relativ entspannt alles. Nee. Machen wir mal ein Arcane-Pack und das andere Standard-Pack hole ich mir dann auch noch. Verwandeln Sachen in Karo-Karten. Lässt bis zu 2 zufällige Planetenkarten. Ja, bitte. Dann können wir zum einen 2 Paar aufwerten. Das ist dann schon auf Level 5. Und ein Paar können wir auch noch aufwerten. Das ist auf Level 2. Wie viel haben wir denn 2 Paar mittlerweile gemacht? 3-mal. Ein Paar haben wir auch 3-mal gemacht. Flasche haben wir 33-mal gemacht. Da sind halt dann die Multiplikatoren. Die hauen dann auch einfach schon nicht mehr hin. Will ich Glückskarte? Oder will ich lieber eine... Oh, das ist eine Wildcard-Karte. Das bedeutet, die können wir für beides benutzen. Die gibt für beides Spiele nur eine Hand. Na, das ist... Das, was wir eh die ganze Zeit machen. 1, 2, 3, 4, 5. So, Flash, Mult, Mult, mehr Chips, mehr Mult, mehr Chips, mehr Mult. Jawoll. Oh, generell nur eine Hand. Na, dann hätte ich das ja sowieso nicht hingekriegt. Nee, da hätte ich Asse noch mitspielen müssen. Oh, ich dachte, das wäre wieder... Es gibt halt zwei verschiedene. Das heißt, wir können nur eine Art von Hand spielen und eine generelle Hand spielen. Also einmal Sachen ausspielen. Aber die haben genau dieselbe Bezeichnung. Es wird einem nicht anders, glaube ich, gesagt. Egal. Naja, wir sind auf jeden Fall relativ weit gekommen. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Ballatro. Beim nächsten Mal nehmen wir dann das andere Deck, was ich da noch freigespielt habe. An der Stelle sage ich aber erstmal Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren, bewerten nicht vergessen. Das hilft dem Kanal immer sehr gut aus. Und an der Stelle sage ich wie eh und je Tschüss. Bis dann.